Hi Leute, es tut mir leid, aber ich muss mal kurz angeben, ich bin für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Ja, huch, habe ich auch gedacht. Aber hey, in einer besseren Welt wäre das alles, was ich heute zu erzählen habe. Ein paar von euch würden sich vielleicht mit mir freuen, andere würden denken, ja, bisschen lahme Folge heute, wenn sie nichts anderes tut, als anzugeben, das wär's auch schon. Aber so ist es natürlich nicht. Es gibt einen Grund, aus dem ich das erzähle. Der Grund liegt bei dem wundervollen Hashtag Ich habe mitgemacht und der dazugehörigen Internetseite. Wir mögen ja in der besten aller Welten leben, aber ich bin mir unsicher, ob wir sie uns auch mit den besten aller Menschen teilen. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Solltet ihr es verpasst haben, Ich habe mitgemacht ist eine öffentliche Liste im Internet, eine Art Online-Pranger, könnte man sagen, die es seit ein paar Monaten gibt. Eine Auflistung von über 1000 Personen, denen gemein ist, dass sie sich in irgendeiner Form für Vernunft und Vorsicht in der Corona-Pandemie ausgesprochen haben. Manche ruhig und sachlich, andere ziemlich wütend. Die Liste hat den Untertitel Das Archiv für Corona-Unrecht. Und wenn man sie besucht, springt einem der Satz entgegen, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich rette euch vor einem Virus. Erstellt wurde die Seite von einem Journalisten aus der rechten Corona-Leugner-Szene und seiner Kontrafunk AG, die einen gleichnamigen Online-Radiosender betreibt, der zum Beispiel Björn Höcke und die junge Freiheit zu seinen Fans zählt und nach eigenen Angaben zu einem Drittel aus ehemaligen Mitgliedern von Russia Today besteht. Gute Leute also, die nichts anderes im Sinn haben, als Zitate von Menschen zu sammeln und sie ins Internet zu stellen. Alles ganz harmlos. Sich dadurch ein wenig an Feindeslisten erinnert zu fühlen, für deren Bekämpfung gerade ein neues Gesetz erlassen wurde, um Fälle wie zum Beispiel den Mord an Walter Lübcke zu verhindern, ist natürlich völlig abwegig. Es sind einfach nur Zitate und die dazugehörigen Namen. Und die Menschen, die wiederum zu diesen Namen gehören, werden direkt auf der Startseite Täter genannt, gegen die es Beweisstücke zu sammeln gilt, um ihre Übergriffigkeiten, menschenverachtenden Formulierungen, Drangsalierungen und Zivilisationsbrüche zu dokumentieren. Also auf keinen Fall eine Feindesliste. Nur halt zufällig Leute, die die Ersteller als Feinde betrachten, auf einer Liste. Kein Grund zur Sorge. Auf der Liste stehen Leute wie Karl Lauterbach, Christian Drosten, Jan Böhmermann, Saskia Esken, Maite Nguyen Kim, Bill Gates, Joachim Gauck, Herbert Grönemeyer, Robert Habeck, Dunja Hayali, Harald Lesch, Angela Merkel und sogar die Berliner Verkehrsbetriebe, weil sie mal als Slogan hatten, impfen, weil wir uns lieben. Auch das zählt offenbar schon als Corona-Unrecht. Ach ja, und ich. Ich stehe da auch drauf. Hurra. Sie haben da, glaube ich, 2 oder 3 Zitate aus meinen Texten gesammelt, von denen vor allem eines immer wieder geteilt wird, natürlich aus dem Kontext gerissen, meist verfälscht und in einen Nazi-Kontext gesetzt. Und das bloß, weil ich denen, die mindestens seit dieser Pandemie so hart an der Spaltung der Gesellschaft arbeiten, gesagt habe, dass wenn sie sich abspalten wollen, sie wohl kaum jemand vermissen würde. Nett ist es nicht, ich weiß. Aber es soll ja auch nicht nett sein. Es soll dem Verhalten der benannten Leute angemessen sein. Jedenfalls stehe ich auf dieser Liste und kann daher berichten, es ist interessant. Die Post, die man bekommt, erreicht neue Höhen literarischer und moralischer Qualität. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Nur für den Fall, dass ihr eben gedacht habt, na, das war jetzt aber wirklich nicht sehr freundlich, Frau Bosetti. Nur so als Vergleich. Ich habe unter anderem diese Mail bekommen. Kannst du sinnlose Drecksexistenz nicht mal recherchieren, was Impfungen sind und warum diese Impfung keine ist? Weißt du, gottverdammte Narzisstenschlampe, nicht, wie viel Tote dieser ganze Dreck bereits verursacht hat? Weltweit, wie viele Leute nun im Rollstuhl sitzen, blind geworden sind und Herzprobleme haben? Und das alles nur, weil eine kleine verschissene Drecksau wie du hier das Maul aufreißt zu Dingen, die sie weder versteht noch jemals gelernt hat? Was bist du für eine charakterlose, psychisch deformierte Drecksau? Höre zu, du bist tot. Wir werden dich zerfetzen. Von dir wird nur ein kleines Häuflein übrig bleiben. Du wirst aber vorher solche Schmerzen haben wie noch nie in deinem ganzen beschissenen Leben, du Drecksfotze. Für jede Seele, und zwar einzeln, wirst du extra bezahlen mit deinem Blut. Wir werden dich in kleine Stücke reißen, mit glühenden Zangen, genau wie früher, als man euch Hexen aussortiert hat. Ha, 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 oh, mein Schlagstock ist schon ganz begierig, dich kennenzulernen. Und die Hunde erst. Schau dir an, was die Drecksbullen in den Niederlanden gemacht haben, dann bekommst du einen kleinen Eindruck, was wir mit dir anstellen werden. Du wirst ganz langsam verrecken, wie es für dich das einzig Richtige ist. Deine Schreie werden die schönste Musik sein, die die Welt jemals gehört hat. Gehe nicht mehr alleine raus, niemals. Wehe dir, wehe dir. Der Teufel hat schon ein Plätzchen für dich reserviert. In der tiefsten Hölle wirst du schon bald brennen, für immer. Du bist das allerletzte Stück Scheiße, was im Universum existiert. Und so wirst du auch sterben. Ende der Durchsage. So, netter Kerl. Oder nette Frau, aber vermutlich netter Kerl. Ich weiß nicht genau, was er will. Mir Plätzchen backen, glaube ich. Ich habe ihn und viele andere natürlich angezeigt. Aber wie meist konnte der Täter nicht ermittelt werden. Warum auch? Er hat mich ja nicht Pimmel genannt. Das Interessante an dieser Liste ist also, dass sie einerseits solche Mails nach sich zieht und andererseits eine vermeintliche moralische Empörung zur Schau stellt.
Gewalt. Die Betreiber wähnen sich, oder behaupten das zumindest, moralisch überlegen. Sie sind Richterinnen und Richter über die schlimmen Worte der anderen, damit sie sich nicht mit der Moral ihrer eigenen Taten auseinandersetzen müssen. Es ist der Versuch, die Geschichte umzuschreiben. Das Wort mitgemacht mit einem Vorwurf zu verknüpfen, ist ja schon eine Anlehnung an die NS-Zeit oder an die DDR oder an die Bullies aus der 18, die kleineren Kindern das Leben schwer machen. Die Scheinempörten sind in diesen Bildern natürlich die Juden, die Widerstandskämpferinnen, die Mobbing-Opfer. Und all die Leute auf ihrer Liste sind Täter. Und weil die Empörten mutig sind, weil sie sich als tapfere Heldinnen gegen das Unrecht auflehnen, werden sie beschimpft, unterdrückt, zensiert und gecancelt. Das ist ihre Erzählung. Und ganz ehrlich, coole Geschichte. Hat halt bloß mit der Realität nicht viel zu tun. Und da wir gerade beim Canceln sind, Cancel Culture ist ja so ein rechter Kampfbegriff. Canceln ist das, was die Linken machen, die Grünen, die Moralinversifften, die elitären Gender-Gaga-Gutmenschen. Aber nun ist es ja so, dass ich für den Deutschen Fernsehpreis nominiert bin. Habe ich das schon gesagt? Ihr würdet mir sagen, wenn ich das zu oft erwähne, oder? Ich bin für den... Egal. Und eigentlich hatte sich diese Ich-habe-mitgemacht-Geschichte ein bisschen beruhigt. Aber als meine Nominierung zu einschlägigen Kreisen, so sagt man das, oder? Zu einschlägigen Kreisen durchgesickert ist, haben sie nochmal richtig losgelegt, haben mir massenhaft Beleidigungen per Mail geschickt, haben tagelang Twitter vollgespammt. Tausende Tweets voller geheuchelter Empörung, dass so eine abartige Person wie ich auch nur nominiert werden konnte. Aber sie machen das ja nicht nur bei mir. Im Gegenteil, bei anderen ist es noch viel, viel krasser. Diese Liste dient, wie jede ihrer Art, der Einschüchterung, der Mobilisierung gegen Einzelpersonen, der Stimmungsmache. Sie ist der Inbegriff dessen, was unter Cancel Culture verstanden wird. Und Online-Pranger wirken. Natürlich lässt sich nicht eindeutig ermitteln, welchen Einfluss solche Listen auf potenzielle Gewalttaten haben oder ob zum Beispiel die österreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier Suizid begangen hat, bloß weil sie monatelang mit brutalen Todesdrohungen aus der Corona-Leugner-Szene zu leben hatte. Aber es gibt Umfragen, die zeigen, sie wirken, weil sie Menschen verunsichern, weil sie Angst verbreiten, weil sie Leute dazu bewegen, sich aus der öffentlichen Debatte zurückzuziehen, um sich zu schützen. Die Grundidee der Nicht-Feindesliste Ich habe mitgemacht ist, wir merken uns eure Namen, versteckt hinter einem, wir werden nicht vergessen, was ihr gesagt habt. Aber Leute, ich kann ja nur für mich sprechen, aber mir ist völlig egal, ob ihr das vergesst oder nicht. Nein, im Gegenteil, ich möchte sogar, dass ihr euch daran erinnert. Daran, wie unsolidarisch ihr wart und daran, dass der Großteil der Gesellschaft euch gesagt hat, wie unfassbar uncool das von euch war. Wenn du etwas Schlechtes tust, ist nicht die Person schlecht, die dich darauf hinweist. Nicht mal dann, wenn sie es unfreundlich tut. Ich hingegen würde übrigens sehr gerne vergessen, wie ihr euch verhalten habt. Den Unwillen, vernünftige Argumente zu Maske, Abstand und Impfung durch euren Panzer aus kindlichem Trotz dringen zu lassen, würde ich manchmal gerne vergessen. Manchmal wünsche ich mir meine Unwissenheit darüber zurück, wie ihr wirklich seid. Das würde es leichter machen, nicht an euch zu verzweifeln. Ihr habt mitgemacht, taugt nur dann als Vorwurf, wenn die Sache, um die es geht, schlecht ist. Aber eigentlich ist einfach nur ein ziemlich großer Stein auf uns alle draufgefallen. Ein Fels so groß wie euer Ego, der Menschen und Häuser und alles, was wir kannten, unter sich begraben hat und den niemand von uns alleine hätte hochheben können. Und nur weil so viele mitgemacht haben, konnten wir ihn wieder anheben, konnten einige der Verletzten bergen, konnten die Last tragen und ertragen und halbwegs stabile Pfeiler bauen und unter ihm weiterleben, was irgendwie ging, auch wenn es ein bisschen dunkel war. Natürlich haben nicht alle mitgeholfen. Es gibt keine vollkommene Geschlossenheit in einer Demokratie. Es gab Leute, auch Regierende, die es für eine gute Idee hielten, Pfeiler aus Plastikstrohhalmen zu bauen. Andere haben nur so getan, als würden sie mittragen und stattdessen heimlich Haken unter dem Stein befestigt und sich in eine Hängematte gelegt. Aber all das ändert nichts daran, was ihr getan habt. Ihr habt nicht mitgemacht. Mehr noch, ihr habt euch oben auf den Felsen draufgesetzt, weil es da bequem war und weil euch egal war, dass es dadurch für alle anderen noch schwerer wird. Ihr oder die Leute, denen ihr folgt, habt aktiv versucht, die Gesellschaft in die Knie zu zwingen. Ihr saßt auf eurem Felsen und habt den Menschen, die euch auf den Schultern trugen, vorgeworfen, dass sie euch dafür blöd anmachen. Und ich würde das gerne vergessen, weil irgendwann, hoffentlich, der Fels zerbröseln wird und wir dann alle wieder auf derselben Ebene werden zusammenleben müssen. Und vielleicht wisst ihr das nicht mehr, aber eigentlich wollen wir das auch. So, Stimmung. Das war Bosetti will reden für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann.